Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, im September 1990, einen Monat vor der Wiedervereinigung, erkämpften Bürgerrechtler eine Zusatzklausel im Einigungsvertrag, die den Deutschen Bundestag aufforderte, eine gesetzliche Regelung für den Zugang zu den Akten des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR zu schaffen. Dem vorausgegangen war unter anderem die Erstürmung der Bezirksverwaltung der Stasi seit Dezember 1989, auch deshalb, weil offenkundig bereits Akten dort vernichtet wurden. 111 Kilometer laufende Akten konnten am Ende sichergestellt werden. Akten der Staatssicherheit, die den Menschen im Auftrag der SED in der ehemaligen DDR willkürlich Verfolgung und Unterdrückung hat angedeihen lassen. Zuletzt mit 91.000 Hauptamtlichen und 180.000 inoffiziellen Mitarbeitern in einem Land mit knapp 20 Millionen Einwohnern. Die Sicherung der Stasi-Akten seinerseits ist nicht nur beispiellos, sondern auch ein Stück weit zumindest eines der Vermächtnisse der Friedlichen Revolution von 1989-90. Wir sind hier im Haus bisher immer sehr sorgsam und sorgfältig damit umgegangen, und das muss auch so bleiben, das soll auch so bleiben. Aufarbeitung hat kein Ende, Aufarbeitung darf kein Ende haben. Wir haben hier im Bundestag öffentlich und auch nicht öffentlich in den Gremien, den Ausschüssen unzählige Gespräche, Debatten mittlerweile zum Thema Aufarbeitung der SED-Diktatur geführt. Wir haben das Stasi-Unterlagengesetz allein 8-mal novelliert und damit auch ein Stück weit seine Anpassungsfähigkeit, dass es ein gutes Gesetz ist, im Grunde nach bewiesen. Die Stasi-Unterlagenbehörde hat in 12 Tätigkeitsberichten Rechenschaft über ihre Arbeit abgelegt und sich stets, ich sag mal, atmend weiterentwickelt, auch personell. Am Anfang hatte die Behörde 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in einer Hochphase dann mal 2.400, und jetzt sind wir bei 1.600 wieder ein Stück weiter darunter angekommen, immer auch den Aufgaben folgend. Noch immer werden Monat für Monat rund 5.000 Anträge auf Akteneinsicht bei der Stasi-Unterlagenbehörde gestellt. Insgesamt bereits über 7 Millionen Menschen haben ihr Recht auf Akteneinsicht in Anspruch genommen. In den letzten 4 Jahren wurden über 30.000 Anträge aus dem Bereich Forschung und Medien allein gestellt. Die Aufgaben der Stasi-Unterlagenbehörde, das sieht man ganz deutlich allein an diesen Zahlen, sind nicht beendet, sie bestehen fort. Gleichwohl haben wir als Deutscher Bundestag im Juni 2014 auf Antrag von CDU, CSU, SPD und Bündnis 90 Grüne eine Expertenkommission zur Zukunft der Stasi-Unterlagenbehörde eingesetzt, weil wir gesagt haben, was gut ist, kann man ja noch besser machen, zukunftsfähige, effizientere Strukturen suchen. Zum einen, um dauerhaft archivgerecht zu sichern, zum anderen eben, um Qualitätsgewinne generieren zu können, insbesondere bei dem Thema Wartezeiten und auch bei dem Thema Forschung. Vor 2 Monaten nun hat die Expertenkommission ihre Ergebnisse, ihren Abschlussbericht, ihre Handlungsempfehlungen vorgelegt. Und ich für meinen Teil möchte hier an der Stelle noch mal sagen, dass ich ausdrücklich der Kommission und allen ihren Mitgliedern danken möchte für die Arbeit, die sie geleistet haben. Der Vorsitzende, Professor Wolfgang Böhmer, Ministerpräsident AD, hat mit viel politischer Erfahrung einen konsensorientierten Austausch innerhalb der Kommission möglich gemacht. Dafür sage ich ihm herzlich Dank. Und dass dann 13 der 14 Kommissionsmitglieder den Abschlussbericht getragen haben, zeigt ja auch, dass das mit dem Konsens ganz gut funktioniert hat. Die an uns gerichteten Handlungsempfehlungen sind für mich, für meine Fraktion, wichtige Grundlage für die Entscheidung zur Zukunft der Stasi-Unterlagenbehörde im Gefüge der Gedenkstättenlandschaft. Wir haben aber auch am 27. April in der öffentlichen Anhörung des Kultur- und Medienausschusses zu dem Thema viel Gegenwind für Teile der Vorschläge gehört. Wir haben im Nachgang als Fraktion viele Gespräche geführt und haben auch dort vor allen Dingen gehört, dass es sehr viel Verunsicherung gibt, dass es sehr viel Sorgen gibt, zum Beispiel über das gewählte Zeitfenster bis 2021 für die angelegten Reformvorschläge. Wir haben von den direkt betroffenen Institutionen gehört, dass sie sich
mindestens mal nicht hinreichend eingebunden gefühlt haben. Und wir haben vor allen Dingen auch gehört, dass viele der Opfer sehr unglücklich und unzufrieden gewesen sind, wie wir mit der Wiederwahl von Roland Jahn als Stasi-Unterlagenbeauftragten verfahren sind. Das alles hat uns dazu gebracht, dass wir gesagt haben, wir müssen behutsamer, langsamer vorgehen, als man sich das hätte vielleicht auch vorstellen können. Wir wollen ein Konzept erarbeitet wissen, so auch der Antrag heute angelegt, von dem Stasi-Unterlagenbeauftragten und dem Präsidenten des Bundesarchivs, was breiter ist, was tiefer ist, das uns genauer in die Lage versetzt, abschätzen zu können, wie Zeiträume sind, wie Stasi-Unterlagenarchiv und Bundesarchiv zusammenkommen können. Dieses Konzept wollen wir breit diskutieren mit den Opfern, mit den Verbänden. Und das ist dann am Ende alles eine Aufgabe für die nächste und nicht für diese Legislaturperiode aus unserer Sicht, zu Entscheidungen zu kommen. Nun sagen da manche schon, das ist wieder mal auf die lange Bank schieben. Wir reden ja schon relativ lang darüber, was kann man verändern. Allerdings haben wir von Anfang an gesagt, Veränderungen müssen Verbesserungen sein. Und diese Verbesserungen, beispielsweise eben bei der archivgerechten Aktenlagerung, bei den Wartezeiten, diese Verbesserungen, die müssen so nachgewiesen sein, so auf der Hand liegen, dass wir eben sicher sein können, dass es sie auch gibt. Und dafür bedarf es, glaube ich, mehr Kooperation, einer Vertiefung der Kooperation zwischen der BSTU und dem Bundesarchiv. Wir sind als Fraktion noch nicht an diesem Punkt angekommen, dass wir mit gutem Gewissen sagen können, wir sind uns sicher, dass das so funktioniert. Weil wir vor allen Dingen sagen, auch drei Jahrzehnte nach der Friedlichen Revolution, fast drei Jahrzehnte nach der Friedlichen Revolution, müssen wir die Anliegen, die Sorgen, die Ängste der SED-Opfer eben entsprechend ernst nehmen. Es ist ja nicht so, dass mit der Freiheit die Wunden automatisch verheilt sind. Im Gegenteil, viele Wunden sind dann erst aufgebrochen, weil man dann erst frei darüber reden konnte. Jedem, der davon beispielsweise überzeugt werden muss, empfehle ich die Lektüre des Buches von Kerstin Geffroy mit dem Titel »Die Hölle von Torgau, wie ich die Heimerziehung der DDR überlebte«. Kein Einzelschicksal, sondern eines von vielen, eines von über 300.000 Heimkindern. Das Buch ist im Übrigen im September 2015 erschienen, 26 Jahre nach der erlangten Freiheit. Das war der Zeitpunkt, zu dem es geschrieben sein konnte. Und das illustriert, glaube ich, ganz gut, worüber wir hier sprechen. Die Zeit heilt Wunden, aber über den Zeitpunkt bestimmt, beziehungsweise der Zeitpunkt liegt bei den Verwundeten und nicht bei denen, die die Wunden gesetzt haben. Viele Opfer und Betroffene brauchen zeitlichen Abstand zur Auseinandersetzung mit der persönlichen Vergangenheit, von Verarbeitung nicht zu sprechen. Die juristische Aufarbeitung ist weitestgehend abgeschlossen mittlerweile. Dabei zeigte sich allerdings leider auch sehr oft, dass der freiheitlich-demokratisch verfasste Rechtsstaat bei der Aufarbeitung der Diktatur an seine Grenzen kommt. Vielfach empfinden Opfer das, was Aufarbeitung, juristische Aufarbeitung ausgemacht hat, nicht als Gerechtigkeit. Und ich kann das in vielen Fällen gut verstehen. Ich glaube, das geht vielen hier im Hause so. Was aber jedenfalls bleibt, ist die gesellschaftliche Aufarbeitung. Und da gibt es noch eine ganze Menge von Spielräumen, die wir haben. Beispielsweise bei der Verbesserung von Opferrechten, beispielsweise bei Renten- und Entschädigungsleistungen für erlittenes Unrecht. Ich möchte die Schlussbemerkung von Dido Dombrovski, der heute hier auch unter uns ist und den ich herzlich begrüßen möchte auf der Tribüne, den Vorsitzenden der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, zitieren in unserem Fachgespräch. Sie haben damals gesagt, was wir, die Opfer der SED und Stasi, verlangen, ist nicht nur die Förderung des Gedenkens der Bildungsarbeit, sondern wir verlangen Respekt vor dem Leid und den Leistungen der Opfer der zweiten deutschen Diktatur. Das sind 250.000 politische Gefangene, das sind die Mütter von zwangsadoptierten Kindern, das sind tausende Opfer von ungerechtfertigten Heimeinweisungen, das sind hunderttausende gebrochene Lebensbiografien und seelische Verletzungen, die nicht heilbar sind.
Zitat Ende. Wenn man das verinnerlicht, dann glaube ich, ist uns allen bewusst, dass wir noch eine weitere Aufgabe vor uns haben. Wir wollen viele der Vorschläge, die Sie unter anderem in der Anhörung unterbreitet haben und nun schon auch teilweise seit Monaten und Jahren uns immer wieder ins Stammbuch schreiben, ins Geschichtsbuch schreiben, uns noch einmal sehr genau anschauen. Das will ich Ihnen an dieser Stelle versprechen und zusagen. Ein letzter Punkt. Wir werden hier unmittelbar im Anschluss die Wiederwahl des Stasi-Unterlagenbeauftragten durchführen. Roland Jahn hockt auch da oben auf der Tribüne. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Ich für meinen Teil will sagen, dass wir uns sehr freuen, dass Sie für eine zweite Amtszeit zur Verfügung stehen, dass wir glauben, dass wir in Ihnen einen international und vor allen Dingen auch in Deutschland über die Parteigrenzen hinweg anerkannten Stasi-Unterlagenbeauftragten haben. Ich freue mich besonders auch, dass Sie die Arbeit der Kommission, dass Sie grundsätzlich einen Reformprozess positiv begleiten, dass Sie auch dafür zur Verfügung stehen, das, was wir heute in dem kleinen Antrag niederlegen, nämlich diesen Prozess des weiteren Zusammenkommens von Bundesarchiv und Stasi-Unterlagenbehörde ausdrücklich positiv begleiten wollen. Und wir freuen unsere uns, Stimmen wenn Sie haben Ihre Sie dafür. Redezeit Meine Redezeit denken. Ist zu Schon Ende, lange, das ist ja. mir klar. Ich wünsche mir, und das soll mein letzter Satz sein, dass wir eine ähnlich breite parlamentarische Mehrheit haben, wie wir sie beim letzten Mal hatten, weil das, glaube ich, ein großer erster Schritt einer vertrauensbildenden Maßnahme bei den Opfern wäre. Vielen Dank. Ich würde die Kollegen und Kolleginnen bitten, wenn Ihnen klar ist, dass die Redezeit zu Ende ist, dann auch zum Ende der Rede zu kommen. Vielen Dank. Nächster Redner, Stefan Liebig für Die Linke.